Hallo, in diesem Video möchte ich ein Review zu einem von diesen neuen RGB-Bändern machen, hier rechts oben im Bild. Die Firma Bahag AG. Das Modell hier ist aus dem Bauhaus gekauft für ca. 35 Euro. Hier kann man die Fernbedienung sehen. Was mir sehr imponiert ist, dass man hier die Farben einstellen kann. Also ich drücke auf Gelb und es kommt Gelb, ich drücke auf Orange, es kommt Orange. Hier oben kann man die Stärke des Lichts einstellen, hier an aus, weißes Licht. Und dann noch Spielerei wie... Was für mich ganz angenehm auffällt, ist, dass es mehrere Teile gibt bis zum Stromstecker. Hier ist eine Schleuse sozusagen von der Schnur an das erste Stück. Dann kommt ein Teil mit dem Infrarotsensor und dann kommt eine weitere Schnur. Und da schließt man dann dieses Teil hier an. Was dabei allerdings negativ auffällt, ist, dass es ein sehr spezieller Stecker ist. Ich mache hier nochmal den männlichen Part rein. Und das heißt, wenn man nicht genau dieses Teil hat, dann kann man das Ding nicht anschließen. Normal sollte das auch gar nicht stören, aber dieses Kabel, was von dem Infrarotsensor bzw. relativ kurz dann nach der Schnur kommt, ist, ich schätze mal, ungefähr einen Meter lang. Und so, ich gehe einfach mal kurz die Farben durch. Das ist rot und ich mache jetzt langsam Richtung gelb. Die Leuchtstärke ist komplett aufgedreht. Wir sind jetzt bei sowas wie fast grün. Ne, eher gelb. Jetzt kommen wir auf grün. Das ist die einzigste ziemlich grüne Farbe, dann geht es weiter mit ziemlich bläulich. Geht immer mehr ins Dunkelblau, dann haben wir auch noch ein richtiges Blau. Ich habe die Lichterkette auch momentan auf einer weißen Oberfläche. Ich hoffe, dass man das dann einigermaßen besser einschätzen kann, wenn auch nicht sehr gut. Und das ist weiß. Hier sieht man, ich habe immer noch weiß. Es ist nicht ganz so, es sieht auf dem Video sehr blau aus. In Wirklichkeit ist das ein relativ lilanes Licht momentan. Wenn man das Weiß immer heller stellt, dann wird das zwar, dadurch, dass es heller wird, immer weißer, aber es wird vom Gefühl her nicht richtig weiß. Was finde ich als weiße Beleuchtung sehr unangenehm ist. Wenn man jetzt hier dran geht, sieht man ganz leicht, wie da verschiedene Farben links und rechts noch abstrahlen. Das ist, weil das weiße Licht durch die drei LEDs, die zusammen an sind, erzeugt wird. Was mir persönlich nicht so zusagt, ist das rote Licht. Wenn man das, besonders wenn man es ganz hell stellt, dann tut das irgendwie in den Augen weh. Ich kann auch nicht genau sagen, warum. Dagegen ist das grüne Licht, was mitgeliefert wird sozusagen, wesentlich angenehmer im Auge. Das Flackern, was man jetzt hier im Video sieht, dürfte davon kommen, dass das Licht nicht durchgängig an ist, sondern immer nur so pulsartig ist, wie jetzt auch bei irgendwelchen Bildschirmen. Wenn man es normal anguckt, dann sieht man es nicht flackern in irgendeiner Form. Was aus meiner Sicht eher stark ausbaufähig bis hin zu sehr unangenehm ist, ist der Infrarotsensor. Wenn man nicht punktgenau wirklich gut auf hier den Infrarotsensor zielt, dass das keine Wirkung hat. Ich habe jetzt hier nochmal den Sensor angelegt und hier habe ich die Fernbedienung. Nur um die Entfernung nochmal zu zeigen, das ist ungefähr ein halber Meter ungefähr. Ich mache jetzt das Licht aus und ich mache es wieder an. Funktioniert. Ich gehe jetzt noch ein Stück weiter weg. Wir sind immer noch unter einem Meter. Ich mache es aus und es geht aus und ich mache es an und es ist schon schwieriger. Ich habe meinen Platz eigentlich nicht bewegt und es geht nicht mehr an. Also ich musste jetzt mit der Hand erst hier hingehen, ein paar Mal draufdrücken. Ansonsten ist es auch nicht möglich, auf einer Taste drauf zu bleiben und die Funktion weiterhin durchgehend durchzuführen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will es heller haben, dann bleibe ich jetzt mal auf der Taste drauf und es passiert nichts mehr. Dann muss ich immer wieder ganz oft nach oben gehen. Und wenn es ganz hell ist, dann muss ich wieder ganz oft nach unten drücken, damit es wieder zurückgeht. Jetzt mal ein paar von den Funktionen. Das ist die sogenannte Flash-Funktion. Der wechselt einfach nur die Farben durch. Hier haben wir so einen An-Ausgeh-Effekt von dem Weißlicht, was... nicht ganz so blau ist wie im Video, aber so ein bisschen lilanig, würde ich mal sagen. Dann fast dasselbe nochmal mit bunten Farben. Macht sich eigentlich ganz schön als Weihnachtsbeleuchtung, glaube ich. Und dann nochmal der Augenkrebs. Was ganz angenehm ist, wenn man zum Beispiel den Augenkrebs eingeschaltet hat und dann sagt, dass das Licht dunkler werden soll, dann verkürzt sich diese Zeit und der Augenkrebs ist nicht ganz so schlimm. Genau denselben Effekt kriegen wir auch mit dem Weißlicht. Wenn ich den auf maximal stelle wie eben, dann ist es relativ schnell. Und wenn ich es auf absolut Minimum stelle, dann ist es ungefähr so wie jetzt. Was man hier auch so ein bisschen sieht, ist, dass es manchmal so hell aufleuchtet. Hier kann man sehen, wie die LED befestigt sind. Es sind eine jeweils links und rechts und eine oben. Und die werden, wenn das durchgeschaltet wird, immer so unterschiedlich angeschaltet. Dadurch entsteht meiner Meinung nach auch nochmal ein sehr unruhiger Effekt, weil das Licht nicht immer von einer Stelle kommt, sondern immer so im Kreis wechselt. Ein sehr angenehmer Punkt sind diese Schnittstellen, das heißt, ich kann eigentlich das Band zu jedem beliebigen Punkt einfach schneiden und kürzen dadurch. Was auch noch sehr angenehm ist, ist, dass hier so ein kleines, ich sag mal, Kondom drumherum ist. Also einfach so eine Gummischutzfolie, die über das gesamte Band gezogen ist. Das macht sie aus meiner Sicht sehr stabil.
Ich habe jetzt, wenn ich damit umgehe, keine Angst, dass ich damit irgendwas kaputt mache oder dass ich hier auf diese LEDs gehe. Es gibt nämlich manche Bänder, die sind oben einfach frei, da ist kein Gummi drauf, da hätte ich dann eher Angst drauf zu fassen. Ansonsten zur Helligkeit kann ich jetzt im Video nicht viel zeigen, weil das durch die Kamera nicht gut rüberkommt. Ich kann aber sagen, dass es aus meiner Sicht keine Kette ist, die man zur Beleuchtung benutzen kann. Gerne zur Partybeleuchtung, aber nicht irgendwie zur Raumbeleuchtung. Warum jetzt zur Raumbeleuchtung, fragt man sich, wenn man genau hinguckt. Ich habe hier oben auch LED-Lampen festgemacht und die benutze ich zur ganz normalen Raumbeleuchtung. Als Fazit würde ich sagen, es ist eine coole Spielerei und bestimmt eine coole Beleuchtung, wenn man irgendwo eine Party feiern will, aber ist nicht für den Alltagsgebrauch gedacht. Und auch die Spielerei ist nur so lange cool, wie man die Fernbedienung tatsächlich benutzen kann. Das heißt, auch den Infrarotsensor entsprechend so positioniert, dass man da gut drankommt. Möglicherweise bringt es noch was, wenn man an der Fernbedienung oben und unten ein bisschen abschabt, sodass das Infrarotlicht so ein bisschen gestreut weggeht.